إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Das Hauptstaatsarchiv Dresden hat mehrere Urkunden aus dem Osmanischen Reich, die im 17. und 18. Jahrhundert hierher gekommen sind, die also den diplomatischen Austausch zwischen Sachsen bzw. Polen, August der Starke war ja seit 1697 König von Polen, die diesen diplomatischen Austausch dokumentieren. Das ist hier ein Schreiben. Es ist nicht genau datiert, aber um 1700 der osmanische türkische Gesandte in Wien schreibt an August den Starken als König von Polen, legitimiert sich und schlägt ihm den Austausch von Gefangenen vor, die im Rahmen der kriegerischen Auseinandersetzung gemacht worden sind. Um das lesen zu können, lagen dann auch gleich Übersetzungen bei, die hat man, beziehungsweise man hat die angefertigt und mit dem eigentlichen Original zu den Akten genommen. Der Türkenkrieg, das kann man sich ja vielleicht noch am ehesten vorstellen. Es gab eigentlich zu allen Zeiten und speziell ab dem 15. Jahrhundert bis ins 18. Jahrhundert hinein immer wieder auch militärische Auseinandersetzungen zwischen den Osmanen und den Habsburgern, und die Sachsen an der Seite der Habsburger waren da also immer wieder dran beteiligt, so dass mehrere Kurfürsten von Sachsen, aber auch viele tausend Soldaten hier aus Sachsen speziell nach Ungarn, aber auch nach Kroatien gezogen sind, um dort gegen die Türken zu kämpfen. Also Beutetürken, das sind Kriegsgefangene aus den Türkenkriegen. Also nach dem Entsatz von Wien hat sich dann ja für die Türken Niederlage an Niederlage gereiht. Budapest, was allerdings dann nochmal rückerobert wurde. Auf jeden Fall war das die Zeit, wo dann die expansive Phase des Osmanischen Reiches beendet war, die habsburgischen und verbündeten Truppen große Erfolge gefeiert haben, und im Zusammenhang dieser Feldzüge, wo es eigentlich auch für jeden Adligen eine Ehrenpflicht war, daran teilzunehmen, hat man natürlich auch Beute gemacht. Und Beute bedeutete zum einen halt natürlich Zelte, Decken, Waffen, aber man hat auch Gefangene gemacht und die mitgenommen. Die galten auch durchaus als standesgemäße Mitbringsel sozusagen. In der Sprache der Zeit waren sie zunächst erstmal Sklaven und wurden auch so behandelt. Aber in der Regel fand sich dann doch jemand, der sich um sie gekümmert hat. Und da zielte man natürlich schon auf eine Bekehrung zum christlichen Glauben. In den Untersuchungen, die haben allerdings gezeigt, dass es schon bis zur Konvertierung zwischen 2 und 7 Jahren dauern konnte, was dann halt schon gegen den vorschnellen Zwang sprach. Und diese Taufen waren natürlich dann ein großes Ereignis mit mehreren Taufpaten, und man hat wieder einen Heiden sozusagen dem Teufel entrissen. Und wenn sie getauft waren, also viele findet man dann halt auch im Umfeld von Adligen und der Höfe. Einige blieben dann auch bei Hof und wurden irgendwie Pagen, Köche und heirateten auch in diesem Umfeld, und einige konnten auch Karriere machen. Das ist das, was normalerweise immer bekannt ist, dass auch eine Türkenmode parallel existiert hat. Das wissen die wenigsten. Und das hat eher damit zu tun, dass es nie so war, dass man immer nur Angst vor dem türkischen Gegner hatte, sondern es war so eine Mischung aus Furcht und Faszination. Einmal hat man natürlich auch bewundert diese anfangs scheinbar unbesiegbare türkische Armee, aber auch eben der kulturelle Fortschritt, der wirtschaftliche Fortschritt. Man muss sich immer vergegenwärtigen, dass die Osmanen noch im 16. Jahrhundert uns an vielen Stellen weit überlegen waren. Und man hat sich schon irgendwie bewundert. Und speziell die Kurfürsten von Sachsen haben den Sultan schon auch so ein bisschen als eine Vorbildfigur gesehen. Und das hat dazu geführt, dass man also nicht nur gegen die Osmanen gekämpft hat, sondern auch sich mit der Kultur irgendwie auseinandergesetzt hat. Also die Kontakte, wenn man sie so nennen will, gehen eigentlich viel weiter zurück.
fängt im Grunde schon an mit Palästina-Reisen, die die Wettiner, als erster zum Beispiel Herzog Wilhelm III., im 15. Jahrhundert gemacht haben, oder Friedrich der Weise, der nach Palästina gereist ist, zu den heiligen Städten. Türkenmode, osmanische Mode war ganz en vogue. Man hat türkische Kunst, man hat türkische Mode kopiert und zum Beispiel bei höfischen Festen eingesetzt. Da gibt es auch sehr früh schon Zeugnisse. Also wir haben hier im Hauptstaatsarchiv Zeichnungen von Kostümen, die man am kurfürstlichen Hof seit Beginn des 17. Jahrhunderts dann für solche Kostümumzüge hergestellt hat. Also diesen Fund, den habe ich im Zuge der Bestandsbearbeitung des Bestandes Stadtgericht Dresden gemacht. Also dabei bin ich auf diese beiden Akten gestoßen und habe mir das dann auch mal etwas näher angeguckt und habe dann halt festgestellt, dass es tatsächlich schon 1742 in Dresden ein türkischer Kaufmann des Namens Osman gelebt hat. Viel mehr, als dass er als Mieter in Dresden gelebt hat und dass er offenbar seiner Religion treu geblieben ist und eben Kaufmann war, weiß man von ihm nicht. Nur, dass er halt im Jahr 1742 in Dresden verstorben ist. Und nun bestand für die Obrigkeiten, also das Stadtgericht, das Problem, was macht man jetzt mit einem Verstorbenen, der kein Christ war, sondern halt seinem Glauben treu geblieben war. Diese Entscheidung traf letztendlich das Oberkonsistorium Dresden, also die oberste Kirchenbehörde, die halt sagte, er ist außerhalb der Mauer des Neustädter Friedhofs zu begraben, so tief wie möglich, und das Loch sei unkenntlich zu machen, dass man es auch nicht mehr sieht. Also man hatte halt wirklich das Problem, also es gab noch keinen islamischen Friedhof in Dresden, wie es die Preußen dann später für Militärangehörige islamischen Glaubens angelegt haben. Also es war eher ein Ausnahmefall, muss man so sagen. Das zweite Problem war dann, was ihn auch interessant gemacht hat, er hat ein nicht unbeträchtliches Vermögen hinterlassen, ungefähr 1200 Taler. Und dieses Vermögen weckte diverse Begehrlichkeiten. Die Stadt wollte das Geld natürlich haben, weil sie auch Mühe mit der Nachlassregulierung hatte. Und der Staat hat aber auch gesagt, nein, der ist herrenlos, der steht uns zu. Und man hat dann am Ende einen Kompromiss gefunden. Grundsätzlich fiel das Geld an den Staat, aber die Stadt hat aus Gnade 400 Taler zweckgebunden bekommen, nämlich zu verwenden zum Innenausbau der Dresdner Frauenkirche. Der Rest hat der Staat dann zur Versorgung von Soldatenknaben in Dresden-Neustadt verwendet. Und das Verrückte ist ja auch, dass die Welt ja schon seit Jahrhunderten viel globaler war, als wir uns immer klar machen. Es gab zwar keine Flugzeuge, aber diese ganzen Luxusgüter, Gewürze, Porzellan, das wurde ja seit Jahrhunderten gehandelt und es ging eigentlich immer darum, möglichst die tollsten Sachen zu haben, egal wo, in welchem Winkel dieser Erde. Und das ging nicht darum, dass jetzt einer bestimmt, okay, ihr müsst jetzt alle das glauben, sonst dürft ihr hier nicht wohnen. Das ist relativ neu. Damaskus ist insofern eine ganz besondere Stadt, weil das ein Ort ist, wo Christen, Juden und Muslime über viele Jahrhunderte friedlich zusammengelebt haben. Also die osmanischen Sultane, die haben ja von 1516 bis 1918 ein Riesenreich regiert, aber die haben niemals die Juden oder Christen unterdrückt, weil die haben Vorteil einfach daraus geschlagen, dass die eben bestimmte Berufe ausführen durften, die ein Muslim eben nicht darf. Und die hätten sich selber wahnsinnig ins eigene Fleisch geschnitten, wenn sie die verfolgt, umgebracht, sonst was hätten. Das sind eigentlich Entwicklungen aus dem 20. Jahrhundert. Die Menschen kommen aus Syrien, aus dem Irak, aus dem Iran, aus Afghanistan, aus Eritrea, aber natürlich auch aus anderen Ländern, wo sie sich gesagt haben, sie können hier nicht bleiben, sie müssen fliehen und in Deutschland oder auch in Europa Zuflucht suchen. Ja, also es gibt keine offiziellen Zahlen über die Muslime in Dresden oder in Sachsen, weil Religion wird in der Hinsicht nicht erfasst mit der Einreise. Es gibt dazu keine Statistiken. Und da in der Bundesrepublik ja auch die Religionsfreiheit herrscht, ist das auch nicht relevant, wenn man einen Asylantrag stellt. Es wird in dem Moment relevant, wenn aus der Ausübung des Glaubens und die
misslichen Lagen in dem Land, aus dem man kommt, irgendwelche Asylgründe abzuleiten wären, weil die Religionsausübung oder damit auch gegebenenfalls das eigene Leben in Gefahr sind. Und das kann dann relevant sein, aber es wird dort nicht erfasst, sind sie Muslim, sind sie Christ, sind sie Jude oder Hindu, um das entsprechend in eine Statistik zu packen, sondern das ist an der Stelle erstmal von sich aus egal. Daher gibt es rund um die Muslime in Dresden auch keine verlässlichen Zahlen. Also ich würde eigentlich eher dazu sagen, dass mich das eher sehr befremdet, wenn immer nach der Religion gefragt wird, weil das ist mir im Orient zum Beispiel noch nie passiert. Ich habe ja viele Jahre in Damaskus gearbeitet. Mich hat niemand gefragt, ob ich Christ bin, ob ich Atheist bin, ob ich konvertiert bin zum Islam. Das hat niemanden interessiert. So, mein Name ist Anas Ajaj. Ich komme ursprünglich aus Syrien, nicht in Deutschland seit 10 Jahren. Ich war die ersten 5 Jahre in Aachen, die zweite 5 Jahre in Dresden. Ich habe Chemie studiert und ich arbeite tätig in diesem Bereich, in Forschung und Entwicklung. Und ich unterstütze auch hier die Gemeinde, also ehrenamtlich. Der Imam hat heute über die Empfehlungen vom Prophet, also bezüglich, also dass man treu also bleiben soll, dass die Muslime und auch nicht die Muslime gegeneinander auch unterstützen, was da passiert in Syrien, ist nicht akzeptabel. Und das hat also nicht mit Islam und nicht mit auch Menschlichkeit zu tun. Mhm. Und in dieser Richtung. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ich sehe sehr, sehr viele Migrantinnen und Migranten, die sich in der Flüchtlingsarbeit engagieren, die Neuankömmlinge in Behörden begleiten, aber ihnen auch den Alltag erklären. Das fängt ja bei so ganz einfachen Fragen an, wie löse ich in einer Straßenbahn ein Ticket? Das sind ja Sachen, die sind auch für uns durchaus eine Herausforderung, wenn wir in verschiedenen deutschen Städten unterwegs sind und erst recht für Menschen, die vielleicht gar keine Straßenbahnen bisher kannten. So, aber es gibt dann auch zum Beispiel Unterstützung der schon länger hier Lebenden, indem sie Patenschaften übernehmen oder in Ämter begleiten oder dolmetschen oder immer dann, wenn Kummer da ist, auch mit Rat und Tat zur Seite stehen, weil es ist ein Phänomen, das geht uns allen Menschen so, wenn wir dabei sind, eine neue Sprache zu lernen, dass wir unsere Emotionen, unsere Gefühle immer noch viel besser, noch sehr lange Zeit in unserer Muttersprache ausdrücken können als in einer fremden Sprache. Demzufolge sind solche schon hier lebenden, länger lebenden Menschen ganz, ganz wichtige Vertrauenspersonen, auch für frisch angekommene Flüchtlinge. Also Halal ist es eigentlich, es ist ein islamischer Begriff, die heißt zertifiziert erlaubt, entblutete Fleisch. Mhm. Also das heißt, das Tier muss vom Ader bis Ader geschlachtet sein, geschächtet sein, mhm, und dass das Fleisch rein ohne Blut ist. Das ist dann natürlich interessant, ne? Also alle Käsesorten, die man nicht einfach irgendwo auf dem Markt mal findet, das sind auch ohne Gelatine. Wir legen großes Wert darauf, dass alles halal zertifiziert ist. Ja. Das steht das drauf. Das heißt, ohne Gelatine, ohne Schweinanteile, ja. Darum geht's. Mhm. Ja, dass keine Schweinfett drin ist und etc. Sowas, ja, ist das dann zertifiziert, weil weder Juden noch die Muslimen, die nehmen diese Schweinanteile nicht in sich, mhm, oder zu sich. Zum Anfang, wo wir dieses Geschäft gemacht haben, war es so natürlich, dass wir nicht rein geschäftlich reingedacht haben, ein großes Geld damit zu machen, sondern für mich war so ein Stück Kultur hier reinzubringen. Mhm. Und ich habe großen Spaß dabei, indem ich ja doch geschafft habe, anders nach Dresden zu bringen. Ja. Ne? So, dass man den anderen Menschen, wo sie mal zum Urlaub fahren und dann mit großen, schweren Koffern wieder zurückkommen, dass sie gleich hier für Dresdner leichter gemacht haben, ja, dass alles sich hier befindet.
ein Stück Esskultur, ein Stück Tradition, ein Stück abgesehen von Religion oder von alles, was die Leute heute sich damit beschäftigen. Ne? Ist zwar auch nicht unser Sinn religiös, also wir haben keinen religiösen Hintergrund gehabt, um unbedingt Halal, Koscher oder sowas. Es ist eine Kultur, die ich hier geschafft habe. Und wenn die Menschen darauf bestehen, dann schafft man auch für die Menschen sowas. Inzwischen hat sich viel geändert. Denn am Anfang haben wir mal so circa 20% vielleicht deutschen Anteil gehabt von Kunden. Jetzt über 70% sind Deutschen, unsere Kunden. Interkulturelle Tage dürfen nicht nur 2 Wochen im Herbst sein, sondern müssen wir mittlerweile in dieser Stadt jeden Tag haben. Weil jeden Tag Zusammenleben sich vollzieht und damit auch das gegenseitige Verständnis für die Kultur des anderen einfach weiter ausgeprägt werden muss. Aber wir dürfen an dieser Stelle nicht stehen bleiben. Dass ich sage, ach, der ist aus Syrien, der ist Muslim, der ist so, Ende. Und ich bin so, weil dann verhärten irgendwo die Fronten. Wir müssen einfach schauen, wie wir daraus eine neue gemeinsame Qualität des Zusammenlebens entwickeln. Und da müssen sich eben alle Seiten ein Stück bewegen. Jeder Mensch kann irgendwo leben, wie er wirklich will, wenn er sich benimmt und wenn er die Tradition und Kultur der anderen Menschen auch mitachtet. Ja. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich selber in einem Land komme und verlange, dass die anderen sich mir ausgleichen. Ja. Denn wenn ich mal hier komme, ich habe ein Land mit sämtlicher Tradition hinter mir hergelassen und woanders mich begeben, dann muss ich etwas in mich ändern und nicht verlangen, den Gastgeber sich zu ändern. Ja. Ja? Der bleibt Gastgeber. Ja. So. Und wenn ich nach einer Weile, nach 10 Jahren, 20 Jahren hier geblieben und mich immer noch nicht geändert habe, das heißt auf Deutsch integriert habe, dann heißt, ich fühle mich selber noch fremd in diesem Land. Selber. Ja. Also die Integration fängt mit den Menschen an, wie die sich einstellen. Ja. Und wenn die sich nicht ändern, dann bleiben die immer fremd, auch zu Hause. Ja. Es gibt viele Menschen, die vor dem Krieg ihre Heimat verlassen haben, psychisch nennen wir es, die waren nicht zufrieden und die fanden sich fremd in allen Hinsichten, in politischen, in sozialen und auch in gesellschaftlichen Hinsichten. Und da fängt es an. Okay. Ich lebe seit 30 Jahren hier in Dresden. Ich habe weder religiöse noch politische noch andere Probleme gehabt, ernsthafte. Ja. Ja? Jeder von uns hat Kurven, hin und her, jeder Mensch, aber man kann vieles bewältigen.